Ich bin Künstler aus Berlin und ich glaube, ich habe mein bisher wildestes Bild dieses Jahr gemalt. Ich bin ja gerade wieder so ein bisschen am Rumprobieren, um mal ein paar neue Bildideen zu finden. Und diesmal dachte ich mir einfach, statt mich für irgendwas zu entscheiden, haue ich einfach alles mit drauf, was ich so an Ideen habe. Deswegen habe ich auch eine für mich relativ große Leinwand gewählt, damit ich nicht mit nur einem kleinen Mini-Pinsel an den Details rumwursteln muss. Eigentlich dachte ich, mein größtes Problem wären die Hände, aber ich habe da von Anfang an irgendwie ganz gut den Zugang zu gefunden und deswegen war ich da auch relativ schnell zufrieden mit. Mit ihrem Gesicht war ich allerdings nicht zufrieden, weswegen ich das nochmal umgeändert habe. Nicht nur beim Motiv, sondern auch bei dem Stil habe ich so ein bisschen experimentiert und habe bei den Händen so eine Art Outline drumherum gemalt. Nach der Hälfte der Zeit war dann eigentlich das Bild so, wie es ist, schon relativ fertig. Ich habe dann nur angefangen, noch so ein paar Details zu überarbeiten und habe einfach überall noch so ein bisschen Liebe mit reingesteckt. Falls sich jetzt bei dir die Frage anbahnt, was meine Inspiration war oder wie ich auf die Idee gekommen bin, ich habe selber keine Ahnung, aber ich dachte mir, go with the flow und so. Ich sehe da auf jeden Fall viel Potenzial, da irgendwie eine Serie daraus zu machen und mehr in die Richtung zu arbeiten, denn das Bild ist fast so ein Hingucker geworden wie du.